Liebe Memplex-Anwender, willkommen zum Anwendungsbeispiel Chlor. Ich bin Andreas Wilhelm vom Memplex-Autorenteam. In unserem Beispiel erreicht die Leitstelle der Notruf eines Hallen- und Freibads. Der Bademeister meldet, dass es im Bereich der Wasseraufbereitungsanlage zu sehr starkem Chlorgasgeruch gekommen ist. Die Leitstelle alarmiert daraufhin Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, setzt die zuständige Gefahrstoffeinheit in Marsch und beginnt dann mit Hilfe der Memplex Gefahrstoffsoftware die Einsatzunterstützung vorzubereiten. In unserem Beispiel ist das Schwimmbad, das Hallen- und Freibad der Leitstelle als Objekt bekannt und wir können hier die Suche über die Funktion Stoffliste laden bereits starten. Das Freibad der Insulaner ist hier mit einer Datei vorhanden und wenn wir die öffnen, dann sind die wesentlichen Gefahrstoffe, die in diesem Bad zur Anwendung kommen, hier verzeichnet. Als erstes Chlor mit dem Hinweis, im Chlorgasraum befinden sich 8 Flaschen je 65 Kilogramm. Davon sind 2 an der Anlage dauerhaft angeschlossen. Weiter sind in diesem Bad noch Natriumhypochloridlösung und Hydrogensulfate in wässriger Lösung vorhanden. Wir entscheiden uns in der Leitstelle jetzt, um den Einsatz zu unterstützen für die Auswahl von Chlor. Und wir sehen, wir haben das Modul Feuerwehr, Rettungsdienst, das MET-Modul zur Ausbreitungsprognose und das INCOMP-Modul zur Verfügung. Die Kräfte sind ausgerückt und auf Anfahrt und wir werden jetzt die wesentlichen Informationen heraussuchen, die vor Eintreffen und mit dem Eintreffen der Kräfte entscheidend sind. Im Feuerwehrmodul sehen wir das Erscheinungsbild. Es handelt sich um ein unter Druck verflüssigtes Gas, gelblich-grün mit stechendem Geruch. Die Akutgefahr ist die Gesundheitsgefahr, auch die Gesundheitsgefahr selbst ätzend, Wirkung auf die Atemwege. Brandgefahr, Chlor ist nicht brennbar und bei den sonstigen Gefahren erhalten wir den Hinweis, Chlor wird instabil bei Erhitzung. Da wäre auch die Gefahr eines Druckgefäßzerknalls gegeben. Ja, Einatmen und Verschlucken vermeiden, Hautreizung, Erfrierung sind möglich bei einem druckverflüssigten Gas, bildet giftige und ätzende Gemische mit Wasser. Werfen wir einen Blick auf den Gefahrendiamanten, so sehen wir eine 3 bei der Gesundheitsgefahr. Die kontextsensitive Hilfe zeigt uns hier an, sehr gefährlich, Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit voller Schutzkleidung und Atemschutzgerät. Bei der Brandgefahr das rote Feld eine 0, keine Entzündungsgefahr unter üblichen Bedingungen. Das gelbe Feld Reaktionsgefahr, wird bei Erhitzung instabil, Schutzmaßnahmen erforderlich. Gehen wir zu den Maßnahmen. Gesundheitsschutz bei diesem Stoff, Atemschutz und gasdichter Chemikalien-Schutzanzug sind notwendig. Die Maßnahmen beim Brand können wir zunächst mal beiseite lassen und gehen zu den Maßnahmen bei Leckage. Absperren im Umkreis von 300 Metern, sichern, retten, versorgen, Ventil zu, Leck vereisen, Flasche in Überbehälter bergen, Gase niederschlagen, schützen, Erfrierungsgefahr beachten, Gasmessungen in tiefen Stellen, weil wir hier ein Gas haben, das ein Sperrgasverhalten zeigt. Als Hinweis, als weitere Anpassung der Absperrgrenzen nach tatsächlichen Stoffmengen prüfen, mit Hilfe des MET-Moduls. Diese ersten Maßnahmen und Hinweise können wir jetzt noch während der Anfahrt über Funk an die Kräfte weitergeben. Das heißt, es besteht so die Möglichkeit, in den ersten 10 Minuten die wesentlichen Aspekte Absperrdistanzen und Gefahrenbereich, persönliche Schutzmaßnahmen, Maßnahmenschwerpunkte und gegebenenfalls hier nicht notwendig, das passende Löschmittel zu übermitteln. Sollte es bereits Patienten geben, das heißt Personen mit dem Gefahrstoff mit Chlor in Kontakt gekommen sein sollen, können wir in das Rettungsdienstmodul verzweigen.
Gesundheitsgefahr eben ätzend und Wirkung auf die Atemwege. Auf der ersten Karte werden die Wirkungen erläutert. Wir haben hier eine starke Reiz- und Ätzwirkung auf Schleimhäute und noch mit bis zu 48-stündiger Latenzzeit eine Wirkung auf die Lunge in Form des toxischen Lungenödems. Symptomatik, wie werden uns Patienten gegenübertreten, die exponiert waren? Hier werden die Wirkungen auf Augen, Haut und Atemwege geschildert. Die Primärmaßnahmen, das sind Maßnahmen der ersten Einsatzkräfte, Ersthelfermaßnahmen, aber auch Maßnahmen des Rettungsdienstes, umfassen hier die Rettung ganz wesentlich aus der Gefahrenzone unter strengster Beachtung des Eigenschutzes, gegebenenfalls die Entfernung kontaminierter Kleidung, das Spülen von kontaminierter Haut mit Wasser und Maßnahmen bei Augenbeteiligung. Die rettungsdienstlichen und ärztlichen Maßnahmen bis in den Bereich der Klinik umfassen hier eben wieder auch die Spülung von beispielsweise bei Augenschäden, bei Augenkontakt und die Maßnahmen bei Atemwegsreizungen. Beide Bereiche, sowohl den Bereich Feuerwehr als auch Rettungsdienst, könnten wir jetzt bereits per Fax oder auch als Anlage zu einer E-Mail an Einsatzkräfte oder möglicherweise später aufnehmende Kliniken verschicken. Gehen wir weiter in den Bereich des MET-Moduls. Wir wollen eine erste Abschätzung der Gefährdung für die Bevölkerung im Umfeld dieses Bades, dieses Schwimmbads ermitteln. Auch hier haben wir etwas vorgearbeitet, das heißt, im Rahmen der Einsatzplanung und Vorbereitung haben wir ein MET-Szenario angelegt, Freibad der Insulaner Chlor. In diesem Szenario sind die wesentlichen Eingabeparameter, die für die Freisetzung wichtig sind, bereits hinterlegt und wir brauchen lediglich die Eingabe des aktuellen Wetters durchzuführen. Wir haben hier also eine Freisetzung in der Stadt, keinen Brand, eine schlagartige Freisetzung angenommen bei einer Einwohnerdichte von 200 Einwohnern pro Quadratkilometer an der Stelle. Die Masse soll wie in unserem Gefahrstoffkataster, also in der Stoffliste, auch eingetragen, 130 Kilogramm zunächst mal betragen als Worst-Case-Szenario. Die Eingabe des Wetters, auf die wir jetzt verzweigen. Wir haben einen sehr schönen Sommertag, Hochbetrieb in unserem Bad. Die Wetterdaten können wir uns entweder über eine meteorologische Messstation, über den Deutschen Wetterdienst oder die Einsatzkräfte vor Ort über zum Beispiel ein Windmesser und eben durch Beobachtung feststellen und hier ins System eingeben. Gehen wir einfach mal davon aus, wir müssen das durch Beobachtung erledigen. Wir schätzen die Windgeschwindigkeit über die Beaufort-Skala ab. Der Wind ist spürbar im Gesicht, Blätter säuseln, Windfahnen werden vom Wind bewegt. Das führt zu einer Windgeschwindigkeit von etwa 9 Stundenkilometern. Die Windrichtung soll aus West kommen. Kein Regen, kein Nebel, kein Bodennebel. Wir haben einen Tag im Sommerhalbjahr mit weniger als 50% Bedeckung, einer Lufttemperatur von 28 Grad Celsius und Luftdruck und relative Luftfeuchte belassen wir bei den Standardwerten von 1013 Hektopascal und 20% relativer Luftfeuchte. Damit haben wir ein erstes Ergebnis und zwar mit einer sehr schnellen Eintrittszeit. Unter diesen Bedingungen wird diese Wolke sehr schnell ziehen und ja, eigentlich bei einer schlagartigen Freisetzung schon die Maximaldistanzen etwa erreicht haben, wenn wir zur Einsatzstelle kommen mit den ersten Einsatzkräften. Die Geruchsgrenze wird etwa 510 Meter betragen, das heißt, etwa in einem halben Kilometer werden Personen im Freien den Geruch wahrnehmen können. Die Giftwirkung für Personen in Gebäuden, und damit sind andere Gebäude als das Bad selbst gemeint, wird in 70 Metern um die Freisetzungsstelle gegeben sein. In etwa 70 Metern besteht dann eine Gefährdung im Gebäude. Eine Gefährdung für Personen im Freien besteht
in 320 Metern Entfernung. Unter Berücksichtigung der Einwohnerdichte sieht man hier einen sehr deutlichen Effekt des Schutzes durch Gebäude. Wir haben im Haus mit etwa 0,4 Personen zu rechnen, die unter Reizerscheinungen möglicherweise leiden werden. Im Freien deutlich mehr, 2,3, und hier auch eine zunehmend ernstzunehmende Gefährdung im lebensbedrohlichen Rahmen. In der grafischen Darstellung sieht es so aus. Wir haben den großen Bereich der Geruchswahrnehmung, der auch sicher dazu führen wird, dass die Leitstelle Notrufe erhält aus diesem Bereich. Wir haben eine Gefährdung durch Giftwirkung im Freien und eine deutlich kleinere Gefährdung durch Giftwirkung im Gebäude. Lassen wir uns das auf einem GIS-System, hier das EDP-Map von Eifert Systems, darstellen. Dann erhalten wir, wenn wir das hier, die Freisetzungsstelle hier am Schwimmbad festlegen, etwa diese Ausbreitung. Das bedeutet, wir haben einige Gebäude, die hier im unmittelbaren Bereich, genau, liegt nur das eigentliche Schwimmbad, bei dem auch eine Gefährdung im Gebäude vorliegt. Wir haben hier eine große Zahl von Gebäuden, die einen guten Schutz bieten werden, das heißt, wo eine Gefährdung nur im Freien vorliegt, und wir haben einen großen Bereich, der innerhalb der Geruchsgrenze liegt, wo es zu einer deutlichen Geruchswahrnehmung von Chlor kommen kann. Die weitere Interpretation finden Sie in einem gesonderten Tutorial zu diesem Thema. Verzweigen wir zurück und gehen nun davon aus, die ersten Einsatzkräfte sind vor Ort, führen eine weitere Erkundung durch und haben möglicherweise auf ihrem Einsatzleitwagen, auf einem ELW1 zum Beispiel, ebenfalls die Memplex-Datenbank und können die gleichen Informationen dort übernehmen. Im weiteren Einsatzverlauf wird es möglicherweise notwendig sein, Informationen zum Beispiel zur Schutzkleidung, zur Materialbeständigkeit und zum Messen abzurufen. Das ist jeweils möglich über den entsprechenden Button, das heißt Auswahl des Schutzanzugs. Wir sehen hier mit dem Zeichen V, mit dem Haken, den hier vorhandenen Schutzanzug, der Tesimax VS5 Sykan, der vorhanden und hier auch beständig ist mit Beständigkeitsangaben. Ebenso bei der Materialbeständigkeit, eine große Zahl von Materialien, die gegen Chlor beständig sind. Für den weiteren Einsatz im Bereich eines möglichen Einsatzabschnitts messen, können wir hier auf IMS-Systeme, Gassensoren, CMS-Chips und auf Prüfröhrchen zurückgreifen. Schauen wir mal beim IMS-System und wir sehen das System RAID M100. Das Bestandteil des ABC-Erkundungskraftwagens, also CBRN-Erkundungskraftwagenbund, ist vorhanden hier bei uns und ist geeignet. Ebenso sind geeignete Prüfröhrchen hier vorhanden mit den Angaben zur Durchführung der Messung. Die Durchführung der Messung und die Nutzung von Memplex und MET im Rahmen eines Einsatzabschnittsmessen finden Sie ebenfalls in einem gesonderten Tutorial. Benötigen wir weitere Beratung, können wir hier entsprechend der Postleitzahl eine TUIS-Mitgliedsfirma, hier zum Beispiel im Bereich Postleitzahlenbereich 6, 7, die BASF Ludwigshafen, zu Rate ziehen. Weitere Literaturangaben finden sich hier unter dem Button Literatur. Ja, und hier der Button Notiz anzeigen hat ein Ausrufezeichen, das heißt, hier gibt es eine Notiz, die ein Kollege hier hinterlegt hat, zum Beispiel hier ein Hinweis auf einen Einsatzbericht eines vergangenen Einsatzes, der hier möglicherweise nutzbringend eingesetzt werden kann.
Im Bereich des Rettungsdienstmoduls finden sich ebenfalls die Beratungsadressen sowie stoffunabhängig Adressen von Giftinformationszentralen und weitere Hilfeadressen, die hier von Nutzen sein können, sowie Hinweise zur Dekontamination, zu Notfallmedikamenten und zu Vergiftungsmedikamenten. Zur Dekontamination hier als PDF-Datei Erstmaßnahmen. Für den weiteren Verlauf ist es vielleicht notwendig, dass man für den Fachberater Stoffdaten zu Rate zieht, die sich hier finden. Dieser Bereich, gerade der Stoffdaten, ist hinterlegt mit einer kontextsensitiven Hilfe, sodass man sich hier auch die Definition in Erinnerung rufen kann. Alle Informationen können über die Druckfunktion ausgedruckt werden, entweder für die Verwendung vor Ort für Fax oder für E-Mail, entweder als Schnelldruck mit jeweils einer Seite für den Bereich Feuerwehr und einer Seite für den Bereich Rettungsdienst oder die kompletten Informationen. Damit ist es möglich, diesen Einsatz zu begleiten von Anfang bis zu auch komplexeren Fragestellungen. Wenn Sie Anregungen oder Fragen haben, gerne an info@keutel.de. Und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.